So, da bin ich auch schon wieder zurück, aber diesmal nur mit dem kleinen Infovideo, nämlich wo bekommen wir für Gold auf jeden Fall ein Jetpack her, weil ich habe jetzt, wie viele Runden, zwei oder drei Runden jetzt gespielt. Also Gegner mit Jetpacks sind schon richtig assi, weil du kannst gefühlt nicht wirklich viel machen. Wenn du einen hast, der mit dem Jetpack fliegen kann und noch Elben hat, dann habt ihr echt ein Problem. Weil es ist einfach so irritierend, jetzt auf einmal wieder die Jetpacks drin zu haben. So, wir suchen hier natürlich wieder den Besucher. Er ist hier unten. Na gut, das hier wird eine ganz schnelle Runde, weil ich wette, der kommt direkt zu mir hin. So, da bekommt ihr das Jetpack für 580. Ihr seht, ist eine Menge Holz, aber Gold kriegt man ja doch relativ schnell zusammen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Denkt dran, wenn ihr nicht wisst, wo der Besucher ist, ich zeige es euch noch auf der Minimap. Hier auf der kleinen Insel, da ist der. Holt euch halt, wie gesagt, da das Jetpack. Und jetzt zeige ich euch noch was. Denkt dran, holt euch immer eure Kopfgeldjagd. Das ist halt immer, ich glaube, 75 Gold gibt es. Und gerade am Anfang, deshalb, ich suche mir eigentlich nur noch Landespots aus, wo ich dann auch den Auftrag starten kann. Zack. Vielleicht haben wir auch noch Glück und derjenige stirbt auch direkt, wenn ich noch hier bin mit euch. So, wir gucken einfach mal. Sprache gehabt. Ja, siehst du, mit dem Charakter geredet. Auch nochmal 300 XP. Gut, ich habe jetzt doppelte XP. Aber müsste eigentlich klar gehen. Ah, ich glaube, das wird nichts mit meinem Kill. Er hängt da hinten irgendwo auf der Insel rum. Ja, da hinten ist er. So, aber wie gesagt, ich wollte euch nur zeigen, welcher NPC halt das Jetpack hat. 580 Gold, kann man sich gönnen. Ansonsten geht halt einfach auf die Luftschiffe, die noch da sind. Weil da werdet ihr auch immer ein Jetpack finden. Natürlich stürzen sich jetzt alle erstmal da drauf. Also Jetpack wird jetzt erstmal die nächsten paar Tage ein bisschen OP sein. Mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. In dem Sinne würde ich sagen, auf jeden Fall, ich würde mich über ein Like von euch freuen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Ich bin jetzt Level 175. Ne, 85. 80 oder 75? 85. 15 Level fehlen noch, dann habe ich es durch. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut rein.